Meine lieben Fische und Fische-Aszendenten, ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Alle neuen unter euch begrüße ich natürlich ganz herzlich. Ja, und wenn euch das gefällt, was ich hier tue, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Vergesst vor allen Dingen das kleine Glöckchen nicht zu drücken, damit ihr über neue Videos auch informiert werdet. Ja, Legungen könnt ihr bei mir auch buchen. Also ich bin ein Kanal, wo ihr Legungen buchen könnt. Viele machen das ja gar nicht. Aber bei mir ist es definitiv möglich. Begrüße ich euch natürlich ganz herzlich, wenn ihr spezielle Fragen oder Lebensthemen, Sachen mehr zu bearbeiten habt, wo ihr einfach mal ein bisschen Hilfe braucht. Oder schreibt mich einfach per E-Mail an, ist auch kein Thema. Ich möchte jetzt mal gucken, was bei euch im Mai los ist. Denkt daran, es ist eine allgemeine Legung, kann und wird natürlich nicht auf jeden zutreffen. Diejenigen, die sich angesprochen fühlen, ich versuche es so allgemein wie möglich zu halten. Die fühlen sich, das merkt ihr dann schon, und die anderen, sag ich mal, dann ist es nicht eure Legung, dann lasst es bitte einfach weiterziehen, dann schaut nochmal in euren Aszendenten rein, vielleicht ist da was für euch dabei. Ich habe jetzt schon ein paar Karten vorgezogen, den Rest machen wir jetzt gleich zusammen. Ich sitze jetzt hier direkt hinter der Kamera, deswegen manchmal wird sie so wackeln, ich versuche es zwar immer tunlichst zu vermeiden. Ja, noch eine kleine Anmerkung. Es wird demnächst jetzt wirklich in Kürze einen Livestream geben, der für euch völlig kostenlos ist. Erstmal, ich werde da auch Legungen, ich werde Fragen beantworten. Ich bin für euch da, damit wir uns auch erstmal so ein bisschen kennenlernen. Wie gesagt, das erste Mal jetzt hier mache ich das auch kostenlos. Alles andere, sag ich mal, wird sich dann mit der Zeit zeigen, beziehungsweise dann könnt ihr natürlich auch live dann beantworte ich natürlich Fragen oder mache dann eben auch Legung. Das werde ich jetzt bei dem auch in, je nachdem wie viele Leute natürlich dabei sind, ist ganz klar. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn einige von euch dann dazuschalten. Wie gesagt, ich gebe es 2 bis 3 Tage vorher bekannt, damit ihr auch rechtzeitig informiert seid. Wahrscheinlich wird es dann irgendwie so später Nachmittag oder gegen Abend, sag ich mal, dann stattfinden. So, aber dann wollen wir jetzt mal bei euch gucken im Mai. Da ist hier gefallen die Überfahrt, Initiation, Community und die Spinne als Krafttier. Ich weiß, viele mögen Spinnen nicht, aber die Spinne hat auch Schöpferkraft. Und hier geht es wirklich darum, und das bestätigt diese Karte hier auch, hier geht es wirklich darum, ja, dich von deinem alten Leben zu verabschieden. Du beginnst jetzt ein komplett neues Leben. Du sollst auch keine Angst haben, sag ich mal, das alte Leben hinter dir zu lassen, ob das Meinungen sind oder sonst irgendetwas, was damit zu tun hat. Es ist jetzt praktisch Zeit, besteig das Boot und du wirst wiedergeboren. Zeit für dich, ne? Das Leben, habe ich eben schon gesagt, so wie es bisher war, zu verabschieden. Du sollst auch keine Angst haben, weil du bist bereit, alles los, das Alte loszulassen, was auch vor allen Dingen nicht mehr dienlich für dich ist. Man kann die Masken fallen lassen, man darf sich wieder so geben, wie man ist. Wunderbar. Kommunikation, die Fische lieben sowas sowieso, mit anderen Menschen zusammen, im Team zu arbeiten. Kommunikation wieder zu pflegen, was natürlich vielen lange verwehrt worden ist. Warum, wissen wir ja im Grunde genommen alle. Hier geht es um Gemeinschaft, hier geht es um Verbindung mit Seelenverwandten. Verbindungen zu knüpfen, vor allen Dingen persönlich wie auch beruflich, seine Absichten mit anderen zu teilen. Und dann haben wir natürlich noch die schöne Spinne. Obwohl, ich mag sie ja auch nicht, aber trotzdem, es ist ein Krafttier, die dir Schöpferkraft schenken soll. Nimm den Faden deines Lebens auf. Löse dich aus alten Verstrickungen. Eine neue schöpferische Freiheit kündigt sich an. Ist das nicht toll? Ich habe jetzt auch wieder viel. Einige haben noch ein bisschen was zu bearbeiten, aber viele, sag ich mal, ja, ist der Neuanfang einfach da, ne? Du wolltest schon raus. Ah, hier soll fleißig gearbeitet werden. Hier, oder man arbeitet fleißig an. Ja, man ist tätig, tatkräftig unterwegs hier. Wow, die habe ich aber lange nicht gehabt, die Gerechtigkeit. Es kommt wieder Gerechtigkeit rein. Du darfst Gerechtigkeit walten lassen, alles in die Waagschale zu legen. Es wird ein gerechtes Urteil gefällt. Gerechtigkeit kommt auf dich zu. Interessant. Die habe ich lange nicht gehabt, diese Karte.
Was haben wir denn noch für die Fische geboren? Nicht so schnell hier. Da haben wir die 8 Stäbe. Das ist auch schon mal gut. Ich lege jetzt erstmal zu Ende eben hier. Dann haben wir den Pagen der Münzen. Ja. Ups. Und da ist noch eine. Die nehmen wir noch mit, ne? Und den König der Käfer. Ja, ist doch klasse. So. Die Lenormands als unterstützende Botschaften dazu, bitte. Ich muss das mir eben neutralisieren. So. Für die Fische. Ja. Es wird aufgesattelt. Es geht los. Hier hat sich doch noch eine umgedreht. Finanziell scheint es hier auch aufwärts zu gehen, beziehungsweise etwas vertieft sich. Ja, was vertieft sich denn da? Dann haben wir hier raus aus dem Chaos die Verantwortung zu übernehmen. Auch das Bauchgefühl, hier werden Pläne gemacht und hier ist auch das kurze Glück mit dabei. Das heißt, irgendeinen glücklichen Umstand oder irgendwas. Naja, wir machen das. Ich weiß gar nicht, könnt ihr ja alles jetzt sehen, ja, ne? Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir erstmal die anderen Karten hier beiseite legen. Wir fangen mal an mit den 8 Münzen. Hier geht es wirklich darum, das ist eine langsame Energie, eine Erdenergie. Die eigenen Fähigkeiten zu perfektionieren und Abläufe zu optimieren und um effizient arbeiten zu können. Hier kommt definitiv jetzt Bewegung rein. Ja, das sagt eigentlich alles. Dann haben wir hier die Gerechtigkeit. Dazu habe ich natürlich eben schon mal etwas gesagt. Das ist die 6 der großen Arkana. Und das ist nicht die 6. Ich bin auch manchmal so doof. Also das ist nicht die 6, das ist die 11. Mann, da ist doch ein X vorne. Sagt mir das doch einer mal. Die Nummer 11. Die Gerechtigkeit. Und die 5, die 8 Stäbe. Bilanz ziehen. Ich muss mal eben, warte mal, Gerechtigkeit. Und die 8 Stäbe. Gerechtigkeit und die 8 Stäbe. Fokus. Auf ein bestimmtes Projekt oder Berufung legen, absolute Hingabe. Und hier wirst du das rechte Maß finden. Archetypisch für die Gerechtigkeit ist, jede Ursache hat eine Wirkung und das gerechte Urteil über andere oder auch über sich selbst zu treffen. Und ich glaube, wir haben hier die Arbeit, sich darauf zu fokussieren, hatten wir eben schon. Ich glaube, hier geht es auch um die finanzielle Gerechtigkeit. Und hier... Wie soll ich das in einem zusammenfassen? Sagt mir das mal einer. Das wahrzunehmen, glaube ich auch. Raus aus dem Chaos. Ne? Diese Verantwortung, die Hand zu reichen und zu sagen, ja, da kümmere ich mich jetzt drum. Weil ich möchte da ja schließlich auch mal weiterkommen, ne? Wenn ich jetzt so in euren Worten sprechen sollte. Genau hinzuschauen, ne? Das sagt die Gerechtigkeit ja auch hier, raus aus diesem alten Leben, jetzt die Verantwortung zu übernehmen, das hört sich immer so pragmatisch an, das ist es aber nicht. Das, die Verantwortung fürs, oftmals sagt man zwar, ich habe die Verantwortung in meinem Leben, aber oftmals lässt man sich von anderen tragen, beziehungsweise andere tragen die Verantwortung für einen. Es geht jetzt aber hier darum, nicht irgendwelche schwerwiegenden Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen ja, aber
vor allen Dingen was die finanzielle Freiheit angeht, wie da überhaupt in diese Freiheit zu kommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Ihr sollt hier auch auf euer Bauchgefühl hören. Und hier wird auch eine Gelegenheit kommen, die ihr dann, glaube ich, auch, ihr Weg dann ab. Und das hat auch eventuell mit finanziellen Dingen zu tun, in welcher auch immer, dass ihr ja nicht blindlings drauf los, aber ihr werft das in eine Waagschale rein. Was ist für mich jetzt wirklich, damit ich mir meine Wünsche und Träume, die ich auch noch habe, erfüllen kann? Nimm den Faden deines Lebens auf. Löse dich von den alten Verstrickungen. Und das ist hier dieses Raus aus dem Chaos. Den Fokus auf etwas richten. Ne? Den Fokus auf etwas richten. Und vor allen Dingen auf die eigenen Fähigkeiten. Was kann ich? Diese, ja, zu perfektionieren einfach auch, ne? Und dann haben wir ja noch den Pagen der Münzen. Das heißt, es ist ja der Bube der Münzen. Hier geht es darum, ein Angebot zu erhalten. Man setzt, also der Page, sag ich mal, setzt manchmal falsche Prioritäten, was das Finanzielle angeht. Und da solltet ihr definitiv auf euer Bauchgefühl hören, wenn ich das mal hier so ein bisschen hochschieben darf. Ne? Hört man jetzt momentan nicht auf diesen Krach da draußen. Ich weiß nicht, was die da veranstalten. Pläne zu machen. Und wir haben hier noch König der Kelche. Und der Herr, der geht mit Leidenschaft an seine Sachen ran, hat schon auch eine gewisse Reife, Sensibilität oder manchmal ist man auch ein bisschen sentimental, würde jetzt auch zum Fische passen oder zu euch passen, sag ich mal. Man nimmt die Gefühle manchmal eben wichtiger als Geld oder Macht, ist eben auch sehr gefühlsbetont. Und durch irgendeine Begebenheit werdet ihr hier das Glück erleben, drücken wir es mal so aus, einen glücklichen Zufall. Einen Menschen, den ihr plötzlich kennenlernt, irgendein Zeichen, was ihr erhaltet, das hat hier auch mit dem Bauch etwas zu tun. Bauch steht auch für Pläne haben, man geht mit etwas schwanger auf das Bauchgefühl zu hören. Ne? Ihr müsst es natürlich ein bisschen auf eure Situation ummünzen. So, ich will jetzt hier nochmal eine abschließende Karte haben für alle Fischegeborenen. Aber es wird sich festigen. So oder so. Also auch beruflich. Beruflich oder es wird sich auch so festigen. Das kann ich euch hier auf jeden Fall schon mal sagen. Das sieht gut aus. Also hier entsteht jetzt wirklich etwas Neues, beziehungsweise ihr habt es in der Hand. Ihr seid aufgerufen, diese Überfahrt jetzt zu machen. Ihr sollt keine Angst zu haben, hier neue Schritte zu machen. Ihr sollt natürlich abwägen, ne? Also nicht blindlings drauf los, aber das macht ihr auch nicht. Ihr schaut hier schon ganz genau hin. Und das soll auch so sein, meine Lieben. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute für den Mai und wir hören uns und sehen uns in Kürze. Bis dann, meine Süßen. Ciao.